Wissen arbeite ich seit Herbst 2010 bei der UBS als politischer Berater. Das hat da und dort immer wieder auch zu kritischen Reaktionen geführt. Dies, obschon ich davon überzeugt bin, immer wieder bewiesen zu haben, dass meine politische Unabhängigkeit in keiner Art und Weise eingeschränkt ist. Das hat mich aber nicht daran gehindert, diese Konstellation immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen, insbesondere seit meiner Wahl zu Ihrem Parteipräsidenten. Zumal sich die BDP immer wieder auch zu Finanzplatzthemen positioniert hat und dies auch weiterhin tun wird. Denn es handelt sich dabei um wichtige Fragestellungen für unser Land. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um die Dossiers unserer Bundesrätin und es handelt sich dabei um diejenige Branche, in der ich als Ihr Parteipräsident seit 29 Jahren tätig bin und in der ich meine beruflichen Wurzeln habe. Ich habe aber über die letzten Monate festgestellt, dass es mir aufgrund meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit bei UBS nicht gelingt, die BDP in diesen Fragen so klar und so eigenständig zu positionieren, wie ich mir dies wünsche. In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Bezug zu meiner Arbeitgeberin immer wieder hergestellt, obschon ich mich als Politiker und Parteipräsident äußere, obschon dieser Bezug nachweislich nicht besteht und die immer wieder betonte Unabhängigkeit eine reale Tatsache ist. Ich habe deshalb nach der vergangenen Frühlingssession entschieden, mich noch stärker auf meine Rolle als Parteipräsident zu fokussieren und meiner Arbeitgeberin mitgeteilt, dass ich mein Anstellungsverhältnis auflösen möchte und UBS somit im kommenden Herbst verlassen werde. Es war mir ein Anliegen und ich habe dies mit UBS deshalb auch so vereinbart, dass ich diese Veränderung an der heutigen Delegiertenversammlung kommunizieren kann, denn mein Entscheid hat sehr viel mit der BDP zu tun und ich wollte nicht, dass Sie dies aus der Zeitung erfahren müssen.